So, guten Abend und herzlich willkommen zur 84. Montagsmahnwache in Halle. Es tut uns sehr leid, dass wir ein bisschen später anfangen mussten, aber wir hatten leider, organisatorisch waren wir noch nicht so weit mit den Ordnern, denn es müssen ja noch die Personalien aufgenommen werden, der Ordner und so weiter. Das muss alles mit den Behörden abgestimmt werden. Und da das noch nicht so geklappt hat, zeitlich, weil nicht alle da waren, weil wir eben arbeitstätig sind nebenbei, wir werden ja nicht dafür bezahlt für das, was wir hier machen. Und deswegen klappt das hier jedes Mal ja, ein bisschen spärlich. Wir stehen hier für eine neue Wende, für ein neues System der Wahrhaftigkeit, der Freiheit, der Vernunft und der Menschenwürde. Für Deutschland und alle Völker der Erde. Denn wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht eines jeden Bürgers. Und darum stehen wir auch heute Abend wieder hier. Nun die Hausregeln. Respekt und zivilisierter Umgang miteinander sind oberstes Gebot. Gewalt und anderweitige Störungen sind untersagt, führen zu sofortigem Ausschluss aus der Veranstaltung und ziehen gegebenenfalls strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Zugang zum Mikrofon gewährt nur der Veranstaltungsleiter oder dessen Beauftragter. Bei polizeilichen Lautsprecher bzw. Megafon-Durchsagen sind der eigene Lautsprecherbetrieb und die Verwendung von Megafonen unverzüglich einzustellen. Alle Reden haben den öffentlichen Frieden zu wahren. Es ist untersagt, zum Hass bzw. zur Gewalt gegen Bevölkerungsgruppen, insbesondere gegen Ausländer, aufzurufen. Die Menschenwürde anderer darf nicht verletzt werden, indem Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verächtlich gemacht oder verleumdet werden. Auch das gilt für beide Seiten. Das sichtbare Tragen von einheitlichen Bekleidungsstücken als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung, Bekleidungsstücke mit der Aufschrift Brigade, Brigade Halle Saale oder ähnlichem, wird hiermit untersagt. Versammlungsteilnehmer dürfen keine Glasflaschen, andere Glasbehälter sowie Getränkedosen mitführen. Das Mitführen von Pyrotechnik ist verboten. Bei Einsatz von akustischen Hilfsmitteln bzw. technischen Schallverstärkern darf die Gesamtlautstärke von 85 Dezibel gemessen an der Grenze des Versammlungsraumes nicht überschritten werden. Maßloser Alkoholkonsum ist auf dem Veranstaltungsgelände hier untersagt, weil es dann immer zu Pöbeleien kommt. Wir bitten darauf zu achten, dass die Videoaufzeichnungen nicht gestört werden. Daher bitte Ruhe im unmittelbaren Bereich der Kameras. Redebeiträge von maximal 10 Minuten für die kommende Woche können bei der Veranstaltungsleitung angemeldet werden. Dort werden auch die Rahmenbedingungen erklärt. Die Veranstaltungsleitung behält sich vor, eine Rede zu unterbrechen, wenn sie dem Anliegen der Veranstaltung zuwiderläuft. Wer spontan einen Gedanken mit uns teilen möchte, hat dazu am Ende der Veranstaltung beim offenen Mikrofon für maximal 2 Minuten die Möglichkeit. Wem es aus egal welchem Grund nicht möglich erscheint, diese Regeln zu akzeptieren und auch einzuhalten, dem ist es freigestellt, die Veranstaltung zu verlassen. Wer Fragen oder Anregungen hat, wir stehen gerne für konstruktive Gespräche zur Verfügung. Das ist eigentlich
Zunächst möchte ich einen Teilnehmer der Mahnwache nach vorne bitten, der uns eine Rede eingereicht hat, der Mirko Hoppe nämlich. Und er fühlt sich von der Politik und von den Medien mit Recht, regelrecht verarscht. Und er fragt sich auch mit Recht, warum so viel Geld da ist für Dinge, die dem Volk schaden. Und nie genug da ist für die eigene Bevölkerung. Mirko, bitte. Guten Abend, Halle. Guten Abend an die Menschen von außerhalb, die extra nach Halle gekommen sind. Guten Abend, liebe Patrioten. Wer bin ich und warum stehe ich hier? Ich bin ein einfacher Bürger aus der Mitte der Gesellschaft. Genau wie ihr. Nichts Besseres, nichts Schlechteres. Ich bin der Mirko, Ende 20. Und ich bin ein stolzer Patriot. Aber ich liebe meine Heimat und schätze dennoch jedes andere Volk dieser Welt. Ich bin ein sogenannter Wutbürger, der sich verarscht fühlt, der sich verraten fühlt, wie so viele von uns. Und ich bin es leid, ständig die Nazi-Gäule um die Ohren gehauen zu bekommen, wenn ich es wage, Kritik zu äußern. Nun zum eigentlichen Thema, warum fühle ich und wir alle uns verarscht? Jahrelang hat man uns erzählt, an allen Ecken und Enden fehlt Geld. Ich bekomme das selber seit etwa 10 Jahren mit. Schulen werden nicht renoviert, Jugendclubs werden geschlossen, als wären die nicht notwendig, Spielplätze verrotten vor sich hin. Es wäre aber immer weniger Geld für sämtliche Infrastruktur und Sozialleistungen da. Aber, was ich mitbekommen habe, erst kam die sogenannte Bankenkrise. Auf einmal hatten wir Milliarden an Euro übrig, um eine angebliche Bankenkrise zu retten. Dann kam die Griechenland-Krise und wieder haben wir Milliarden von Euro in dieses Land gegeben, wovon wir den größten Teil nicht wiedersehen werden. Das ist offiziell bestätigt. Und nun diese, wie will man es nennen, Asylkrise, Asylwahnsinn, dafür haben wir wieder Milliarden übrig. Es werden Milliarden verfügbar gemacht. Da frage ich mich als einfacher Bürger, der arbeiten geht, der Steuern zahlt, will man mich eigentlich total verarschen? Woher kommt dieses Geld auf einmal, das es angeblich nie gegeben hat? Wenn ich mich umsehe, sehe ich Rentner, die Mülleimer nach Pfandflaschen suchen müssen. Ich sehe Menschen, die kein Zuhause haben und unter der Brücke schlafen. Sieht man an vielen Ecken hier in Halle. Ich sehe Familien, die an Tafeln anstehen, weil das Geld zum Leben nicht reicht. Ich sehe Menschen, wie viele von uns, die sich mehreren Jobs kaputt spielen lassen, damit sie ihrer Familie was bieten können, damit sie ihren Kindern was bieten können. Ich sehe Politiker, die sich für eine Kindergelderhöhung von sensationellen 3 Euro ab 2016 und einen unglaublichen Mindestlohn von 8,50 Euro feiern lassen, während sie ihre Diäten um mehrere hundert Euro erhöhen. Und wenn ich das alles so sehe, macht mich das wütend. Nun kommen hier hunderttausende Menschen in unser Land, von denen zugegeben ein kleiner Teil Hilfe benötigt. Aber die meisten kommen her wegen falschen Versprechungen und weil ihnen eine goldene Zukunft versprochen wurde. Ich frage mich, wie soll so eine goldene Zukunft ermöglicht werden, wenn ein Großteil des eigenen Volkes nicht mal weiß, wie es Monat zu Monat über die Runden kommen soll. Ich sage bewusst eigenes Volk und nicht deutsches Volk, denn es geht mir um alle Menschen hier, die in unserem Land leben, egal ob sie hier geboren wurden oder hier aufgewachsen sind oder wegen Arbeit oder aus anderen Gründen zugezogen. Überall wird gekürzt, wo es nur irgendwie geht,
Und auf einmal werden Milliarden verfügbar gemacht, die bei so vielen Baustellen im eigenen Land dringend benötigt werden. Es macht mich wütend, wenn Kritik an diese gesetzwidrige Asylpolitik mich in die rechte Ecke stellt. Es macht mich wütend, wenn ich sehe, wie Menschen im eigenen Land am Hungertuch nagen, während wildfremde Menschen in Hotels untergebracht werden, mit Taschengeld und Rundumversorgung. Man will uns auftischen, das wären alles Kriegsflüchtlinge, denen man helfen müsste. Ich möchte euch mal erklären, was ein Kriegsflüchtling überhaupt ist, abgesehen davon, dass wirkliche Kriegsflüchtlinge unsere Hilfe benötigen und es unsere menschliche Pflicht ist, zu helfen. Ein Kriegsflüchtling ist jemand, der wegen Krieg aus seinem Land in ein anderes, am nächsten liegendes Land flieht. In ein sicheres Land, dazu bemerkt noch. Wer aber durch 5 bis 10 sichere Länder reist und sämtliche sichere Zonen hinter sich lässt, um das gelobte Land Deutschland zu erreichen, der ist in meinen Augen kein Kriegsflüchtling mehr. Und wer gar noch aus Gebieten abhaut, wo seit Jahren weder Krieg noch Terror noch Gewalt herrscht, der hat erst recht keinen Anspruch auf Asyl. Das geht vor allem an euch da drüben, das ist überall nachzulesen im Internet. Damit ihr mich nicht falsch versteht, Menschen in Lebensgefahr, die vor Krieg fliehen, denen muss geholfen werden. Das verlangt die Menschlichkeit. Aber ich mag es nicht, wenn man versucht, mich, und ich mag es nicht, wenn man versucht, uns alle zu verarschen. Und ich lasse mich auch nicht als Nazi beschimpfen, wenn ich es wage, Missstände und negative Begleiterscheinungen dieser Willkommenskultur anzuprangern. Alles Negative soll jetzt bewusst verschwiegen werden, um diese Willkommenspolitik ja nicht zu gefährden. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Wie funktioniert eine Demokratie? Das Volk wählt seine Vertreter. Und diese haben im Sinne und zum Wohle des Volkes zu entscheiden und zu regieren. Und sollte etwas nicht so laufen, wie das Volk es möchte, besteht das Recht auf friedlichen Protest, so wie wir es hier in Halle erleben. Und sollten die da oben dennoch nicht auf ihr Volk hören, dann hat das Volk nicht nur das Recht, da hat das Volk sogar die Pflicht, hier seine Vertreter abzusetzen und neue Vertreter zu bestimmen. Das ist das, was viele von uns wollen. Dafür gehen wir auf die Straße. Für eine bessere, lebenswertere Zukunft für uns alle. Für eine Zukunft, das geht gerade an die Frauen, in der man Kinder kriegen kann, ohne Angst haben zu müssen, seinen Job zu verlieren. Für eine Zukunft, in der sozial Schwache nicht ausgegrenzt werden, sondern die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Für eine Zukunft, in der ein Mensch, der sein Leben lang gearbeitet hat, auch dementsprechend gewürdigt wird und nicht zum Beispiel Pfandflaschen sammeln muss. Für eine Zukunft, in der in erster Linie das Volk entscheiden darf, was passiert und was nicht. Wo das Volk in Entscheidungen mit einbezogen wird und nicht gegen den Willen des Volkes entschieden wird. Für eine Zukunft ohne Krieg, Hass und Gewalt. Ich denke, das braucht keiner von uns. Für ein freies Deutschland mit dem Recht auf Selbstbestimmung. Für ein freies Deutschland mit dem Recht, seinen eigenen Weg zu gehen, ohne Vorgaben von fremden Personen und Mächten, die auf unsere Kosten nur ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen und die nicht in unseren, und die nicht unserem Land und den Menschen hier zugutekommen. Darum stehe ich hier, darum stehen wir hier. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Mirko, für deine tolle Rede. Er spricht uns alle aus den Herzen. Doch wieso sind diese Verhältnisse so, wie sie Mirko beschreibt? Zunächst muss man wissen, dass eben die Politiker nicht wirklich dem Volke dienen. Sie haben sogenannte Berater aus den verschiedenen Wirtschaftssektoren und den Banken. Dazu kommt, dass Deutschland noch immer unter Besatzungsrecht steht
Also, wie Wolfgang Schäuble mal sagte, seit 1945 zu keinem Zeitpunkt je vollständig souverän war. Somit haben auch die USA Einfluss auf deutsche Politiker, insbesondere über die NATO, was unser Verhältnis zu anderen Völkern betrifft. Somit sind wir auch nicht frei, über Krieg und Frieden selbst zu entscheiden in diesem Land. Wissentlich und damit willentlich wurde jahrzehntelang eine Politik betrieben, die zu einem Bevölkerungsrückgang führte, zu einem Aussterben der deutschen Bevölkerung. Und nun werden aus aller Welt Menschen hergeholt, um die fehlenden Arbeitskräfte, ja um das Volk zu ersetzen. Dies wird seitens der Politiker sogar unverhohlen zugegeben. Und darum werden momentan auch verrückte Entscheidungen getroffen, die auf den ersten Blick unvernünftig und sogar gefährlich sind, nur um diesen Zielen zu dienen. Denn es ist unvernünftig, wenn man ein Zehntel bräuchte, um die Flüchtlinge in ihrer eigenen Heimat, in ihrem Umfeld, was sie gewohnt sind, lassen könnte und sie dort verpflegen würde. Nur ein Zehntel der Kosten, die dieses gesamte Brimborium jetzt kostet. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und so werden die Steuergelder verschwendet, statt sie eben in Projekte zu stecken, die der Bevölkerung zugutekommen. Wofür, wie Mirko schon sagte, eben nie Geld da ist. Und darum hören wir auch so viele unlogische Argumente seitens der Politiker und der Mainstream-Medien. Das Wohl des deutschen Volkes, respektive der deutschen Völker, scheint hierbei allen Instanzen völlig egal zu sein. Wenn wir wollen, dass die Geschichte unseres Landes wieder den Menschen dienen, oder die Geschicke unseres Landes wieder den Menschen dienen, müssen wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass die Gesetze dieses Landes ebenfalls seitens unserer Regierung eingehalten werden und nicht nur gefördert wird, dass wir die Gesetze einhalten. Denn eine Regierung, die sich nicht an die Gesetze ihres Landes hält, erhebt sich über ihre Bürger wie ein Diktator. Sie ist damit meineidig und schädlich für die Bevölkerung und muss daher mit dem Willen des Volkes verhaftet werden. Und hier, dieses Transparent, Merkel muss weg. Merkel steht hierbei nur für die gesamte politische Kaste. Denn wenn wir eine Merkel beseitigen, haben wir morgen eine andere Merkel oder einen anderen Führer, der uns verführt und der uns in den Untergang führt. Und deswegen kann Merkel nicht nur für diese Frau stehen, sondern das betrifft tatsächlich dieses gesamte korrupte System. Und nun möchte ich den Thomas Markgraf bitten, dass er nach vorne kommt. Er möchte uns etwas über die drohende Kriegsgefahr und die Rolle der Türkei in Bezug auf die ISIS und den NATO-Bündnisfall berichten. Ja, hallo Freunde, hallo Landsleute, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Angesichts der prekären Lage in Syrien und den Vorfällen in den letzten zwei Wochen zwischen dem NATO-Staat Türkei und den russischen und syrischen Streitkräften in Bezug auf den Kampf gegen den IS, möchte ich hiermit an die deutsche und europäische Bevölkerung appellieren, diese Situation sehr ernst zu nehmen und so laut ihr könnt gegen eine Einmischung der NATO-Staaten in Syrien protestieren. Gleichzeitig möchte ich darüber aufklären, wie schnell wir durch den NATO-Beistandspakt in den Dritten Weltkrieg hineingezogen werden können, wenn die Türkei in Syrien weiter provoziert und den IS unterstützt. Denn wie wir nun aus zahlreichen Meldungen wissen, tut die Türkei dies nun schon seit einigen Jahren und beliefert auch heute noch den IS mit Waffen und Geld. Schon im Frühsommer zitierte Holger Strom, der 1971 mit seiner Bibel der Anti-Atomkraft-Bewegung friedlich in die Katastrophe berühmt wurde, in der Zeitschrift Raum und Zeit vom Mai 2015. Nach Aussagen ehemaliger CIA-Mitarbeiter ist der IS ein Produkt der US-Geheimdienste,
eine von Saudi-Arabien und vom amerikanischen Militär ausgebildete Armee. Neben US-Senator John McCain gestand auch der US-Luftwaffengeneral Thomas McErnay, dass die USA den IS aufgebaut haben. Die Türkei, Saudi-Arabien und die Vereinigte Arabische Emirate seien so entschlossen gewesen, Assad zu stürzen und einen sunnitisch-schiitischen Stellvertreterkrieg zu starten, dass sie tausende Tonnen Waffen und dreistellige Millionenbeträge in die Aufständischen investiert hätten, sagte US-Vizepräsident Joe Biden im Herbst 2014 gegenüber der BBC. Zitat: Nur dass die Leute, die sie ausgerüstet haben, Al-Nusra und Al-Qaida waren und die extremistischen Typen von Gotteskriegern, die aus allen Teilen der Welt kommen, so der US-Vizepräsident Joe Biden. Am 8. Juli 2015 hat sogar Präsident Obama selber zugegeben, Zitat, wir bilden den IS aus, sagte er während einer Pressekonferenz. Die genaue Aussage lautete, deswegen mit den zusätzlichen Schritten, die ich vergangenen Monat befohlen habe, beschleunigen wir die Ausbildung der IS-Kräfte, einschließlich der Freiwilligen aus den sunnitischen Stämmen in der Anbar-Provinz. Diese Aussage machte er, ohne sich sofort zu korrigieren. Bereits vorher hat General Wesley Clark, der ehemalige Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, in einem CNN-Interview im Februar 2015 gesagt, der IS begann, indem unsere Freunde und Alliierten ihn finanzierten, um die Hisbollah zu zerstören. Er ist eine Art Frankenstein. Clark meint mit Freunde und Alliierte die USA, im Mittleren Osten, Israel, Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigte Arabische Emirate. Einen weiteren Hinweis gab der russische Außenminister Sergei Lavrov Mitte September 2015, als er erklärte, die syrische Armee könne eine entscheidende Kraft im Kampf gegen den Islamischen Staat bilden. Das Vorgehen des Westens in der syrischen Frage sei dagegen kontraproduktiv und absurd. Zudem verwies er auf interne Quellen in der US-geführten Anti-IS-Koalition, die davon berichten würden, dass US-Offiziere regelmäßig Luftangriffe auf IS-Stellungen verhindern, statt zu führen. Aber die Verstrickung des Westens in den IS geht noch weiter. Nicht nur, dass die IS-Kämpfer von den USA und ihren Verbündeten ausgebildet, bewaffnet und finanziert sind und vor Bombenangriffen geschont werden. Nein, sie werden auch militärisch unterstützt. Am 2. August 2015 titelt das britische Blatt Sunday Express, die SAS verkleiden sich als ISIS-Kämpfer im Undercover Creek gegen Dschihadisten. Mehr als 120 Mitglieder des Elite-Regiments halten sich gegenwärtig in dem kriegsgeschüttelten Land auf. Verdeckt, in schwarz gekleidet und ISIS-Fahnen wehend. Im Rahmen der sogenannten Operation Shader, attackieren sie syrische Ziele unter dem Vorwand des Kampfes gegen den IS. Das heißt, britische Elite-Soldaten sind verkleidet als IS-Terroristen im Land in Syrien und bekämpfen die syrische Armee, also Assads Armee. Mehr als 250 britische und vermutlich auch US-amerikanische Spezialisten seien zur Unterstützung der Kommunikation beteiligt, berichtet der Sunday Express weiter. Englands Verteidigungsminister Michael Fallon sagte, unsere Aktionen und Überwachungsmöglichkeiten verschaffen anderen Ländern den Freiraum, in Syrien anzugreifen. Und was musste man nun von der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen alias Flinten-Uschi hören? Sie hält eine Allianz mit der syrischen Regierungsarmee, also der Armee, welche für Assad gegen den IS kämpft, in Zukunft für denkbar, sagte sie letzte Woche. Zitat:
Es gibt Teile der Truppen in Syrien, die man sehr wohl hier auch nehmen kann, sagte die Ministerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin direkt auf die Frage, ob die Armeen ein Verbündeter im internationalen Kampf gegen den Islamischen Staat sein könnte. Von der Leyen verwies daraufhin auf die Ausbildung einheimischer Truppen im Irak. Da liegt also der Hase im Pfeffer. Die Herrscher über die NATO-Staaten einschließlich der BRD und Frankreich fahren also nun die Strategie der freundschaftlichen Übernahme, indem sie nun vorgeben, als Bündnispartner der syrischen Armee im Lande gegen den IS zu kämpfen, in Wahrheit aber nur die militärische Kontrolle über zumindest jene Teile des Landes übernehmen zu können, welche jetzt der Islamische Staat kontrolliert. Damit dieses Gebiet, was jetzt der Islamische Staat kontrolliert, nicht mehr unter die Kontrolle der Russen und Assad fallen kann. Denn sie machten gleichzeitig unmissverständlich klar, dass Assad weg müsse. Und sie sprach gleichzeitig über eine Übergangsphase. Ich zitiere von der Leyen weiter. Nach der Einleitung eines politischen Übergangsprozesses in Syrien müsse die Lage neu bewertet werden. Es werde keine Zukunft mit Staatschef Bashar al-Assad geben, das wäre klar. Es sei aber richtig, über die syrischen Truppen zu sprechen, wenn klar ist, wenn diese Übergangsphase in Kürze begonnen hat, was mit Assad geschieht. Und Frankreichs Außenminister Laurent Fabius hatte am Freitag erstmals eine Kooperation mit den syrischen Regierungstruppen gegen die IS-Miliz ins Gespräch gebracht. Eine Beteiligung syrischer Streitkräfte im Anti-IS-Kampf sei im Rahmen eines politischen Übergangs denkbar, sagte er. Aber nun muss man sich ja als normal denkender Mensch und besorgter Bürger zumindest zwei Fragen stellen. Wenn die Truppen der NATO-Staaten in Syrien intervenieren und an der Seite der Assad-Truppen gegen den IS kämpfen wollen, laut den Aussagen der beiden Verteidigungsminister, also von der Leyen und Fabian, dann müssten sie ja auch gleichzeitig die Waffenlieferung der Türkei, Israels und Saudi-Arabiens an den IS unterbinden und somit gegen ihre eigenen Verbündeten vorgehen. Würden diese Staaten, allen voran die USA, welche ja bekanntlich die BRD-Regierung überwacht und kontrolliert, das überhaupt zulassen? Ich denke eher nicht. Und die zweite Frage wäre, was passiert, wenn es im Zuge der Kampfhandlung zu Zusammenstößen mit russischen Truppen oder wie letzte Woche zu Abschüssen von Flugzeugen anderer im Kampf, von Kampfflugzeugen der russischen Truppen oder anderer sich im Kampf befindlichen Truppen beteiligter Staaten kommt? Angesichts dieser Fragen, welche durch die Aussagen von der Leyen und dem französischen Verteidigungsminister aufkommen, können wir aber nun ganz klar die Strategie der transatlantischen Mächte ableiten, die Kontrolle in Syrien übernehmen zu wollen, dies aber vorerst durch die Vasallenarmeen der europäischen Staaten übernehmen zu lassen. Wie schnell aus diesem Vorhaben ein dritter Weltkrieg werden kann, zeigt uns der Artikel 5, also der Beistandspakt des NATO-Vertrages, in welchem steht, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Waffengewalt trifft, die sie für erforderlich erachtet
um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherstellen zu können. Zum ersten und zum bisher einzigsten Mal wurde dieser Bündnisfall vom NATO-Rat am 12. September 2001 auf die Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon ausgerufen, mit der Einschränkung, sofern die Terrorangriffe von außen gegen die USA gerichtet waren. Beschlossen wurde der Bündnisfall durch den NATO-Rat am 4. Oktober 2001. Zwei Tage zuvor, am 2. Oktober, hatte die US-Regierung Beweise vorgelegt, die einen bewaffneten Angriff der Taliban oder Al-Qaidas auf die USA belegen würden. Die Bundesregierung und die Regierung Frankreichs sind also bereit, das kann man aus den Aussagen von von der Leyen und vom französischen Außenminister von vorige Woche ableiten. Sie sind also bereit, im Interesse der transatlantischen Mächte, also des Bankenkonzernkartells, einen Krieg gegen Russland bzw. gegen die arabische Welt zu riskieren. Sie fördern außerdem die Verhärtung der Fronten und unterstützen vehement deren Bestrebungen zur Kontrolle der arabischen Welt und Russlands, indem sie im Februar 2014 die Macht geputschte ukrainische US-Marionettenregierung finanziell unterstützen und zum NATO-Beitritt drängten und indem sie die Bürgerkriegsparteien in Syrien fleißig mit modernen Waffen verschiedenster Art beliefern. Aber das ist völkerrechts- und verfassungs- und grundgesetzwidrig. Ich erinnere, die deutsche Bundesregierung ist durch ihre Bindung an das Völkerrecht im Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes auch verfassungsrechtlich verpflichtet, alle Handlungen zu unterlassen, die der zwingenden völkerrechtlichen Verpflichtung zur Herbeiführung einer vollständigen nuklearen Abrüstung zuwiderlaufen oder diese objektiv gar verhindern. Sie ist deshalb von Rechts wegen gehalten, ihre Zustimmung zum NATO-Raketenabwehrsystem zu widerrufen, sich aus der weiteren Planung zurückzuziehen und innerhalb der NATO-Gremien auf die Einhaltung des Völkerrechts hinzuwirken. Es kann nicht hingenommen werden, dass zudem allein aufgrund eines Regierungsbeschlusses ohne vorherige Zustimmung des Deutschen Bundestages die Kommandozentrale für das neue Raketenabwehrprogramm auf deutschem Boden etabliert wird. Liebe Bürger von Halle und die Zugereisten, ich frage euch, habt ihr schon jemals erlebt, dass die Bundesregierung im Interesse der Mehrheit des Volkes gehandelt hat, wenn es um unsere wirtschaftlichen und bürgerlichen Interessen und um die langfristige Sicherung des Friedens, der Freiheit und der Völkerverständigung in Europa ging? Glaubt ihr, dass diese Regierung dies in der jetzigen so außerordentlich gefährlichen und angespannten Lage tun wird? Denn wie müsste denn eine Regierung handeln, welche einen langfristigen Frieden aufbauend auf Sicherheit und Kooperation mit allen unseren Nachbarn ganz im Interesse der Völkergemeinschaft anstrebt? Aus der NATO! Raus aus der NATO wäre eins. Sie müsste ständig bestrebt sein, dafür zu sorgen, dass wir langfristige Friedensverträge und Abrüstungsvereinbarungen auf der Grundlage einer für alle Staaten zufriedenstellenden und zukunftsweisenden Sicherheitspolitik aushandeln und besiegeln, sodass wir unsere Kinder in Zukunft ohne die Gefahr eines Atomkrieges bzw. ohne die Bedrohung atomarer Waffen oder anderen Bedrohungen leben und wirken können. Stattdessen aber handelt die BRD-Regierung nicht in unserem Interesse und bringt uns durch die zunehmende Verstrickung und Abhängigkeit in immer mehr atlantische Verträge und die aggressive NATO-Erweiterungs- und Einmischungspolitik immer mehr an den Rand eines neuen Krieges, in welchen wir, liebe Bürger, als Land, in welchen erst vor kurzem wieder neue amerikanische Atomwaffen stationiert wurden, Angriffsziel Nummer 1 sind. Es ist eine Schande, dass wir jetzt so weit sind,
dass die Bundeswehr überall und jetzt auch auf Volksfesten, wie zum Beispiel im vorigen Jahr auf dem Laternenfest in Halle oder woanderorts auf Volksfesten verstärkt nach neuen Rekruten und das bereits im Alter ab 17 Jahren wirbt, ohne dass wir uns dagegen auflehnen. Ich fordere deshalb, erhebt euch gegen diese Kriegstreiberei, bevor es zu spät ist. Lasst es nicht zu, dass uns die mächtigen Eliten dieser Erde wieder in einen neuen Krieg mit unvorstellbarem menschlichen Leid hineinlenken und pressen. Erhebt euch im Namen unserer Kinder und alles und aller nachfolgenden Generationen. Setzen wir endlich ein Zeichen, dass wir die 99% sind. Denn wir sind das Volk und wir sind der Souverän. Danke. Danke dir, Thomas. Ja, das ist wohl wahr. Wir sind das Volk, wir sind der Souverän. Wir müssten eigentlich hier entscheiden, was wir tun oder was wir besser lassen. Wir müssten über unser Schicksal selbst entscheiden dürfen. Wie ich aber vorhin schon sagte, sind wir eben leider noch nicht souverän. Und deswegen dürfen wir diese Entscheidungen so nicht treffen, von wegen, nein, wir möchten keinen Krieg mit Russland, weil Deutschland und Russland würde es wesentlich besser gehen, wenn wir friedlich kooperieren würden. Das ist zwar logisch, aber das ist einigen Herrschaften offenbar nicht angenehm. Und zwar den Herrschaften der NATO bzw. der Vereinigten Staaten. Und mittels der NATO wird jetzt, wie wir schon gerade eben gehört haben, heftig mit dem Säbel gerasselt. Das heißt, hier werden Entscheidungen getroffen, die mich arg an 1914 erinnern. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr diese Parallelen auch erkennt. Denn auch damals wurde ein Krieg provoziert mit Österreich, nicht mit Deutschland direkt. Aber Deutschland musste wegen dem Bündnis, welches Deutschland mit Österreich hatte, dem Verteidigungsbündnis, eben mit in den Krieg ziehen. Und der Kaiser war nicht unbedingt dafür, dass dieser Krieg geführt wird, weil es besser gewesen wäre, seinen Plan des Wirtschaftsaufbaus fortzuführen, als einen Krieg zu führen. Es passte ihm gerade nicht in den Kram, aber er musste. So waren die Verträge. Und weil der Deutsche nun mal nicht wirklich vertragsbrüchig ist, sondern immer treu ist und seinem Verbündeten immer zur Seite steht und sein Wort hält, weil das eben Tugenden sind, die uns zu eigen sind und die gerade auch dem preußischen Kaiser zu eigen waren, musste er in den Krieg ziehen, mussten wir alle in den Krieg ziehen. Die Auswirkungen waren verheerender als jemals zuvor. Es gab noch nie einen Krieg, der so systematisch geführt wurde, mit so vielen Maschinen, mit so vielen Giften, mit so vielen neuen Waffen. Und dass so viele Millionen Menschen starben bei einem Krieg, war auch neu. Aber das war noch längst nicht alles. Denn der Zweite Weltkrieg, der darauf folgte, weil die Probleme nach dem Ersten Weltkrieg noch nicht gelöst waren und im Gegenteil sogar Deutschland auch noch in den Versailler Vertrag gepresst wurde, das war ja eher ein Knebelvertrag, der das deutsche Volk wirklich in die Knie gezwungen hat und arg hat leiden lassen. Die Bevölkerung hungerte, Inflation, es wurden Rohstoffe und Gelder aus Deutschland abgepumpt wie nie zuvor. Und dennoch haben wir uns aus diesem Mist erhoben, auch aus den 12 finsteren Jahren in unserer Geschichte, in denen eben ein neues Experiment versucht wurde. Ein neues Regierungsexperiment, wie man Menschen dazu bringt, hörig und willig zu sein. Und das ging genauso fatal aus. Aber auch da haben wir uns erhoben und wir dachten, wir leben nun in einer Demokratie, wir leben nun in einem menschenfreundlichen System. Aber es war noch nicht abzusehen, wo das alles hinführen wird. Denn dieses Wirtschaftssystem, was wir haben, braucht einen stetigen und exponentiellen Wachstum. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, wo dieses System sich beginnt, selbst zu überwinden. Das heißt, wo die Auswirkungen dieser Funktionalität zum Tragen kommt. Und jetzt wird wieder mit dem Säbel gerasselt. Und wieder wollte das deutsche Volk nicht in den Krieg. Und wieder wurde ein Bündnispartner Deutschlands, diesmal aber eben im Rahmen der NATO, angegriffen und in einen Krieg gebracht. Und wieder müssen wir diesem Vertrag nachgeben. Mein Vorschlag wäre,
Das Volk erhebt sich endlich einmal flächendeckend und es werden alle Verträge, die bisher geschlossen wurden, gekündigt, neu überarbeitet und Verträge, die hinfällig sind, werden auch weggelassen. Verträge, die schädlich sind für die Bevölkerung, werden so gestaltet, dass sie nützlich werden, und zwar für beide Parteien, sodass Win-Win-Situationen bestenfalls hervorgerufen werden. Aber wenn eine Seite darunter zu leiden hat, dann ist dieser Vertrag nicht gut. Dann kann er nicht gut sein, weil er auf Dauer für Spannungen sorgt. Wir müssen ganzheitlich denken, wir müssen in die Zukunft denken und wir müssen Ursachen bekämpfen und nicht nur die Symptome. Und erst wenn wir eine solche Denkweise haben, und vor allen Dingen uns auch endlich mal die Zeit nehmen, Dinge gut zu durchdenken, statt immer Schnellschüsse zu machen, wie das unsere Regierung im Augenblick macht, dann wird auch ein Schuh draus. Dann könnten wir endlich ein System auf die Beine stellen, was auch wirklich für alle Menschen und dauerhaft gut ist und nicht immer nur für eine Epoche. Sodass dann immer wieder neu überlegt werden muss, was man dann macht. Nein, das kann so nicht sein. Denn wir sehen, jetzt weiß keiner so recht, wie man das angehen soll. Also lässt man es schleifen. Es wird also schlimmer und schlimmer und schlimmer. Man lässt es zu, dass es am Ende sogar in einer Katastrophe endet. Nein, wenn wir etwas Neues wollen, dann muss es etwas völlig Neues sein. Es darf sich nicht anlehnen an schon bekannte bzw. dagewesene Systeme, sondern aus den bekannten und dagewesenen Systemen müssen die Fehler ausgemerzt werden. Und man sollte daraus lernen. Und etwas völlig Neues entwickeln aus dem, was gut war in diesen Systemen. Vielleicht das nochmal überarbeiten. Zum Beispiel Planwirtschaft. Planwirtschaft kann natürlich nicht funktionieren, wenn sie völlig planlos gemacht wird. Und wenn die Vernetzung nicht stimmt, die Informationen nicht rechtzeitig vermittelt werden von dem, was da ist und von dem, was benötigt wird. Und das hat nicht funktioniert in der DDR. Es hat erstaunlich lang funktioniert, aber irgendwann ging das nicht mehr weiter. Aber heute im digitalen Zeitalter kann man Bedarf und das, was möglich ist zu produzieren, wesentlich leichter und zeitnah errechnen, bestimmen und weitergeben. Und dann kann alles automatisiert laufen. Menschen könnten von der Arbeit befreit werden, statt dass man sich immer wieder neue Ideen ausdenkt, wie man Menschen beschäftigt hält, nur dass sie nicht zum Nachdenken kommen und vielleicht ihnen nicht auffällt, was hier in diesem Lande schiefläuft. Dass sie vielleicht auch mal über ihre eigene Rolle auf diesem Planeten nachdenken. Nein, immer schön im Hamsterrad beschäftigt gehalten, bis zur Ermüdung. Aber eben, um eine Zukunft zu haben als Volk, egal welches Volk, ich benutze das Volk, ich mache mir das Wort Volk, ich mache mir da keinen Kopf mehr. Aber damit ein Volk eine Zukunft haben kann, braucht es eben Kinder. Es braucht genügend Kinder. Und wie gesagt, wir haben eine Regierung, die betreibt eine Politik, die es einem nicht gerade leicht macht, die Entscheidung zu treffen, mindestens 2, besser 3 Kinder auf die Welt zu bringen. Denn damit die Bevölkerung wächst, brauchen wir ein Wachstum von 2,5 Kindern pro Familie. Also das heißt, die eine Familie 2, die andere 3. Wer jetzt schon dran dachte hier. Aber eben, damit das möglich ist, müssten eben potenzielle Eltern auch das Gefühl haben, ja, meine Kinder haben auch eine Zukunft. Meine Kinder haben einen Kindergartenplatz oder beziehungsweise ich habe die Zeit für meine Kinder dann da zu sein, was wesentlich besser wäre, zu wissen, meine Kinder haben eine ordentliche Ausbildung in der Schule. Sie werden dort nicht verbogen und man achtet darauf, dass aus ihnen eben nützliche Mitglieder der Gesellschaft werden. Mitglieder der Gesellschaft, die angenehm sind, die sich an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen, weil sie eben sich für die Gesellschaft interessieren und nicht irgendwelche abgestumpften Halodris, weil sie keinerlei Perspektive haben, auch keine Lust mehr haben, sich irgendwo noch zu beteiligen und dann nur Blödsinn machen. Sowas braucht doch ein Land nicht, aber genau das wird doch gezüchtet. Und man weiß, woher es kommt. Und nichts wird getan dagegen. Man bräuchte dazu in diesen Schulen, bräuchte man Lehrer, die engagiert sind. Das heißt, die aber auch mit Kindern umgehen können. Das heißt, hier muss auch ein Auswahlverfahren stattfinden. Es müssen Lehrer sein, die avantgardistisch denken. Das heißt,
die in die Zukunft denken, die neue Wege beschreiten wollen, damit aus diesen Kindern eben keine Schablonenkinder werden, sondern nützliche Vordenker für eine neue Gesellschaft werden. Dazu müsste man die Kinder anregen und nicht im Gleichschritt zu laufen. Denn dann hätte man nämlich freie Denker, die auf neue Ideen kommen. Das bringt das Land voran. Wir bräuchten ein System der Vernunft, wo man eben nicht die Gier von anstellt, nicht den Materialismus, sondern erst einmal überlegt, was bringt es, beziehungsweise was könnte es schaden? Und dann bewertet, ob es wirklich notwendig ist. Es braucht mehr Kooperation statt Konkurrenz. Auch das wäre Vernunft. Aber statt dass wir miteinander arbeiten, statt dass wir miteinander Lösungen ersinnen, ersinnen wir nur Gründe, warum es nicht gehen kann, warum es unmöglich ist, warum wir es doch eh nicht schaffen werden. Und dann wird der Kopf wieder in den Sand gesteckt und nichts wird getan. Und eben Freiheit benötigen wir hier in Deutschland. Wir benötigen die Freiheit der freien Rede. Die Freiheit, aber auch ja, anders denken zu können, anders sein zu dürfen. Ohne dass man dann gleich einen Maulkorb vorgesetzt bekommt. All das ist nicht möglich in diesem Land. Das scheint es aber noch nie gewesen zu sein. Wir haben uns offenbar noch nie daran gewöhnt, frei zu denken und vor allen Dingen auch unsere Meinung frei zu äußern. Denn es gab immer irgendwie ein Regime, wo das nicht möglich war. Immer gab es irgendeine Instanz, die sich da vorgestellt hat, die Meinungen zensiert haben. All das braucht aber eine freie Gesellschaft nicht. All das braucht eine moderne Gesellschaft nicht, die sich weiterentwickeln will. Denn das wäre ein Stillstand, damit Rückschritt, wenn wir nur die vorgegebene Meinung wiedergeben. Denn dann ist auch ein freies Denken und auch neue Ideen sind damit nicht möglich. Dann braucht es natürlich auch mehr Kooperation der Völker untereinander. Wenn wir natürlich aber Konkurrenzdenken vorn anstellen und nur überlegen, wie wir den anderen übervorteilen können und uns den besseren Vorteil rausschlagen können, so wie das momentan läuft, dann ist das nicht möglich. Dann wird es zwangsläufig immer zu Kriegen kommen. Wenn wir uns endlich verstehen als eine Spezies, die auf diesem begrenzten Planeten lebt und die mit den begrenzten Ressourcen zu leben hat, dann, erst dann werden wir auch begreifen, dass es nur so gehen kann, dass wir die Ressourcen fair miteinander teilen und dass wir dafür sorgen, dass ein jeder auch das hat, was er braucht und dass wir uns nicht mehr nehmen als nötig. Das ist der Kommunismus. Aber solange wir noch Medien haben, solange wir noch Schulen haben und Universitäten haben, solange wir noch Meinungsmacher haben, die uns eben genau das Gegenteil in die Köpfe pressen, die uns eben nicht zu einem solchen neuen Denken anhalten, dann ist das tatsächlich nicht möglich. Also muss der erste Schritt sein, dass wir uns als Bevölkerung befreien. Befreien von den jetzigen Machthabern, von denen, die jetzt noch die Fäden der Macht in der Hand halten, damit wir solch eine Gesellschaft selbst gestalten können, denn die werden die Gesellschaft nicht für uns in dieser Weise gestalten. Das brauchen wir auch nicht zu erwarten, denn davon haben die nichts. Die hätten aber mehr davon, wenn alles so weiterläuft, wenn alle Kinder in den Schulen gleichgeschaltet werden und am besten ein IQ von 90 haben und ja, möglichst nicht mitdenken. Alle schön im Gleichschritt laufen und alle machen, was man ihnen sagt. Zu dumm, um selbst zu denken, aber gerade noch klug genug, ihre Arbeiten auszuführen. Ja, genau, so etwas wird niedergeschrieben. Solche Sachen stehen niedergeschrieben für ja, ein neues Europa von Kalergi. Buckenhof Kalergi ist sein Name, er hat einen recht langen Namen. Seine Mutter Japanerin und sein Vater Deutscher, glaube ich. Auf jeden Fall selbst auch aus einem gemischten Elternhaus ist er der Meinung gewesen, dass es das Beste wäre, wenn wir in Europa, was er ja wie gesagt mitbegründet hat, wenn wir da eine Vermischung der Völker hätten, damit es ein Empfinden, ein kulturelles Empfinden so nicht mehr gibt, sondern ein schöner Einheitsbrei da ist. Denn dann fühlt sich auch keiner mehr wirklich verantwortlich für sein Land.
Damit wird Patriotismus und der Sinn bzw. das Positive, das Konstruktive am Patriotismus wird damit abgeschaltet. Nämlich, dass sich die Bevölkerung für die Interessen ihres Landes interessieren. Nein, wenn alle von irgendwo herkommen, gibt man die Macht sehr leicht und sehr gerne an die ab, die momentan die Infrastruktur innehaben. Ich habe das schon mal gesagt, ich habe selbst 12 Jahre im Ausland gelebt. Es hat mich wirklich, ich habe mich auch wirklich dort nicht für politische Sachen interessiert, was die Angelegenheiten dieses Landes betrifft. Es tut mir sehr leid, aber ich fühlte mich diesem Volk nicht so verbunden wie meinem eigenen Volk oder auch den Belangen in meinem eigenen Land. Das ist nun mal leider so und das geht vielen Ausländern, die hier leben, auch so. Fragt doch mal die meisten Ausländer. Es ist tatsächlich so, sie haben auch wenig Ahnung, wie die Zusammenhänge hier in unserem Land sind. Aber in Ihrem Land, da kennen Sie sich sehr gut aus. Da schauen Sie Nachrichten aus Ihrer Heimat, um sich dort auf dem Laufenden zu halten. Auch das habe ich gemacht. Seht ihr, und deswegen ist es wichtig, dass eine Bevölkerung ja, in ihrem Land sich auch für die Belange ihres Landes einsetzt. Denn nur so haben wir auch einen Widerstand gegen eine Regierung, die am Ende nur die Interessen der Lobbys umsetzen. Genau das haben wir in Europa. Denn wir haben hier in Deutschland eine Regierung, die ja, wie wir schon gehört haben, nichts zu sagen haben. Aber die Regierungen in Europa, die wir nicht gewählt haben, die treffen Entscheidungen. Die treffen die Entscheidungen, aber wie gesagt auch nicht für die Bevölkerung, sondern auch nur für die Lobbys. Herrlich, es ist einfach... Ich weiß, dieses Wort polarisiert, aber es ist ein faschistoides System, was wir in Europa haben. Und das weitet sich in seiner Macht immer mehr aus, während die nationalen Entscheidungsgewalten immer mehr zurückgedrängt werden. Wie gesagt, eine Völkervermischung stattfindet, merkt ihr es. Es ist ein Plan, der dahinter steckt. Denn in der Politik passiert nichts planlos. Ich muss sehr aufpassen, dass ich hier nichts Falsches sage, was ich so auch nicht meine. Ich habe es jetzt hier nicht niedergeschrieben. Wir haben ehrlich gesagt jetzt auch keinen Redebeitrag mehr, aber deswegen... Also seid mir nicht böse, wenn ich ab und zu mal hake, aber ich möchte hier auch kein Futter liefern. Denn ich bin absolut ein Menschenfreund. Mir geht es um das Wohl aller Menschen. Aber da müssen wir erst einmal auf das Wohl unseres Volkes hier schauen in Deutschland, damit wir hier in Deutschland erst einmal die Sachen in den Griff bekommen als Volk. Denn im Augenblick haben wir überhaupt keine Möglichkeiten, irgendetwas zu entscheiden. Dazu müssen wir erst einmal kommen. Und wenn wir das geschafft haben, glaubt mir, dann werden sich auch die anderen Völker in Europa anschließen. Sie werden sich uns zum Vorbild nehmen. Sie werden Mut schöpfen aus unserer Entscheidung. Denn alle in Europa wissen, glaubt mir, alle in Europa wissen, wie viel es braucht, dass die Deutschen endlich ihren Arsch hochkriegen und für ihre Belange auf die Straße gehen. Und wenn wir das endlich schaffen, dann sagen die, guckt mal, wenn die Deutschen das schaffen, wenn die das geschafft haben, dann schaffen wir das auch. Und das wird eine Welle. Merkel muss weg! 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 Dieses gesamte System muss weg. Dieser gesamte korrupte, mafiöse Klüngel muss weg. Die Machtstrukturen müssen so aufgelöst werden, wie sie im Augenblick bestehen. Und sie müssen anders aufgebaut werden. Ja, und deswegen, Merkel muss natürlich als erstes weg. Und ich würde sagen, hinter Gittern, und zwar sofort. Und nicht nur Merkel, nein, eben der gesamte Führungsstab. Ich höre immer wieder, die meisten Politiker wüssten gar nicht, wie es wirklich im Land abgeht. Die wüssten halt nur das, was in der Zeitung steht. Ja, auch diese Obersten der Zeitungen, der Presse, der Medien allgemein, auch die müssen verhaftet werden. Denn die wissen es noch wesentlich besser als die Politiker. Und die wissen auch ganz genau, wem die dienen. Glaubt mir mal, die wissen ganz genau, wem die dienen. Und deswegen kann es doch nicht sein, dass diese Menschen dann weiterhin auf freiem Fuß sind. Wie seht ihr das? Und dann sollte man genau eben solche ehemaligen Parasiten am Volk, sollte man dann nur noch in Positionen stecken, wo sie nie wieder irgendetwas zu sagen haben. Ich stelle mir Frau Merkel zum Beispiel als Klofrau im Reichstag vor. Größer kann die Schande nicht sein, oder?
Und zwar bis sie 80 ist. Maritim. Naja, 85. Ich denke, dann kann sie ihre Arbeit, glaube ich, auch nicht mehr richtig machen. Also, das, sie soll ja dann wenigstens noch ihre Arbeit gründlich machen, oder? Und mit 85 kommt sie nicht mehr in die Ecken. Kommt die jetzt schon nicht mehr? Kommt wahrscheinlich nicht, nein. Aber sie kriegt ja auch den Rücken gar nicht mehr gerade, so. So lange, wie sie schon gebuckelt ist und Leuten im Arsch gekrochen ist. Sven wollte noch etwas sagen. Ich bitte Sven noch nach vorne und dann haben wir offenes Mikro. Wer noch etwas sagen möchte, 2 Minuten und ich bitte euch, haltet euch an die Regeln der Vernunft. Ich komme mal ein Stück hoch, dann seht ihr mich auch und die Leute, die über 2,20 Meter da drüben sind, die können mich dann auch sehen, weil die können uns heute nicht sehen. Die hatten eigentlich versprochen, dass es heute sehr bunt wird hier. Also sie wollten uns eine bunte Überraschung bringen. Das Pech ist, sie sehen uns gar nicht und wir sehen sie auch nicht. Eigentlich haben sie... Ich denke mal, das Transparent, was da drüben steht, das wird die am meisten ärgern, weil da steht drauf, Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. Und genau dieses Gepfeife, was sie da drüben jetzt gerade machen, sie pfeifen in den Spiegel. Sie pfeifen genau dorthin und pfeifen genau das aus, was sie uns eigentlich zugestehen sollten. Sie sollten uns das Recht zugestehen, zu sagen, was sie nicht hören wollen. Das tun sie nicht, deswegen pfeifen sie ja. Sie haben dort drüben Jongleure, wenn man so ein bisschen an der Seite vorbeiillert und sowas. Sie wollten uns heute wahrscheinlich einen Zirkus bieten, aber dafür brauchen sie keine Jongleure oder Clownskostüme. Das sind sie ja eigentlich irgendwie immer, zumindest solange sie da drüben stehen, die Clowns. Und diese Zwischentransparente, die stehen da. Wenn sie wirklich neugierig sind, was hier drüben passiert oder wie es hier drüben aussieht, dann sollen sie nächste Woche einfach hier rüberkommen. Wenn sie hier nicht stören, dann sind sie gern eingeladen, hier zu stehen. Und klar, nochmal auch vielen Dank, das bin ich nicht, auch wenn die da drüben das vielleicht denken, diese riesen Transparente, ich habe noch nie so eine riesen fetten Transparente, auch das da oben, noch nie gesehen auf einer Demo. Also Dankeschön an den unbenannten Spender, unbenannt, weil man ja heutzutage damit rechnen muss, dass diese Chaoten da drüben, zumindest die mit der entsprechenden kriminellen Energie, dass sie einem die Scheiben, die Autos kaputt machen, wenn die rausbekommen, wer diese Dinger gedruckt hat und wer diese Montagsdemo hier unterstützt. Das sind, die müssen sich gefallen lassen, dass es nicht wenige Kriminelle unter denen Reihen gibt. Refugees, Welcome-Kriminelle sind das. Die haben ja uns schon vor einem Jahr hier Reifenblatt gestochen, wo sie sind ja von Anfang an gegen uns. Ja, jetzt der Chor für mich, mal alle ganz leise sein. Lügen, Sven, höre ich immer gerne. Das höre ich aber auch ganz gerne, weil, weiß ich, die machen das ja extra für mich, also warum soll ich da nicht? Dankeschön an die da drüben. Also gut. Also Merkel muss weg. Merkel steht aber hier als Synonym, als Vertreterin für dieses korrupte Regime, unter dem wir hier leiden. Natürlich darf dann kein anderer kommen und es wird auch, ich lese immer wieder auf meiner Seite halle-leaks.de, auf der Facebook-Seite, lese ich immer wieder, wartet auf die nächsten Wahlen. Was soll denn da passieren nach den nächsten Wahlen? Klar, wir können die ärgern und wenn ihr meint, sie mit der AfD ärgern zu können, dann solltet ihr das vielleicht auch tun, weil das ärgert natürlich die Altparteien wirklich, wenn die Dienstposten, wenn die Parlamentssitze, also Mandate verlieren und damit richtig viel Kohle, ein Landtagsmandat kostet, also da verdient, also bekommt ein Landtagsabgeordneter 5.000 Euro, ein Bundestagsmandat kostet denjenigen 10.000 Euro im Monat. So viel kriegen diese 660 Leute im Bundestag. Dafür müssen für jeden Bundestagsabgeordneten müssen wahrscheinlich 200 Leute mit einem Gehalt einer Friseurin, die 50 Euro Lohnsteuer zahlt, müssen 200 Leute arbeiten, nur um diese Leute, die sich ihre fetten Ärsche im Bundestag Platz sitzen und uns tagtäglich verraten. Für dieses Gehalt müssen 200 Leute arbeiten, das ist eine bodenlose Frechheit. Und dann, deren Gehälter sind ja an die Bundesverfassungsrichter oder Richter gekoppelt, dann regen sich die Richter auf darüber, weil sie nur 5 Euro Lohnerhöhung kriegen, beziehungsweise Bezügeerhöhung. Das ist eine Schweinerei. Natürlich regt das auch die Politiker aus, weil wenn deren Gehälter an die Richter gekoppelt sind, kriegen auch die nur 5 Euro Erhöhung.
Diese 5 Euro sind aber genug oder mehr als genug für einen Hartz-IV-Empfänger. Da soll der sich gegen freuen und soll schön weiter sein Maul halten, weil er hat ja 5 Euro mehr gekriegt. Damit muss Schluss sein. Die müssen wir wegbringen. Ich habe heute gelesen, das dürfte man in Deutschland gar nicht sagen, also Merkels Sympathiewerte, die sind ja in den Orbit gestoßen. Also ich glaube, 200% würden die wieder wählen von den Leuten, mindestens bei einer Wahlbeteiligung von 350%. So was erzählen die uns echt täglich. Also jetzt nicht die Zahlen, die habe ich jetzt einfach, ich wusste es nicht ganz genau, aber so ungefähr, das kommt raus. Das erinnert irgendwie an die Endsiegparolen aus dem Führerbunker oder an die, ist so, oder an die, an 89, 88 in der DDR, als auch immer so eine rohe Wahlbeteiligung war und alle haben die SED und die Blockparteien gewählt. Die verarschen uns und die verarschen uns auch mit den Umfragen. Wo machen die denn? Im Bundestag. Na klar kommen da solche Sachen nach, wenn die Abgeordneten mit ihrer absoluten Mehrheit selbst fragen. Ich habe heute auf Sputnik News gelesen, deswegen, ich habe es nicht im Kopf, deswegen verlese ich das mal vor. Die wachsenden Zuwanderungsströme nach Europa sind für Miloš Zeman, den tschechischen Präsidenten, eine gut organisierte Aktion mit dem Ziel, die europäische Aktion auseinanderbrechen zu lassen. Der tschechische Präsident spricht von einer noch nie dagewesenen Gefahr für Europa seit der Zeit der NS-Besatzung und fordert militärische Maßnahmen. Das ist Wahnsinn. Also das ist natürlich eine ganz normale, weil er im Interesse seines Volkes spricht, seiner Bevölkerung. Solche Leute wie auch den polnischen Präsidenten, den polnischen Ministerpräsidenten, den ich letztens zitiert habe, die brauchen wir hier in Deutschland, die haben wir aber nicht. Wir haben Politiker, die das Interesse des Volkes mit den Füßen treten. Und klar sind die, die hierher kommen, das sind auch Flüchtlinge. Aber mittlerweile, spätestens seit Tegel gestern, aber das passiert ja überall, wo sich 300 Mann geprügelt haben, hier kommt ein nicht unerheblicher Bestandteil und ich würde sogar sagen, die Mehrheit, die kommen als Kriminelle hierher und die kommen auch hierher, um kriminelle Taten zu vollbringen. Die Gegner, die sagen, die Leute fliehen vor der Gewalt, aber nein, ich sage, die bringen sie auch mit und dagegen muss man vorgehen. Da kann man die Leute nicht unkontrolliert über die Grenze lassen. Wenn man wie diese Paris-Bomber, wenn die diese Flüchtlingsrouten durch Deutschland benutzt haben, macht sich die Merkel strafbar als Schleuserin. Das muss man so sagen dürfen. Und jeder Politiker oder Löffelkrimineller da drüben, der das unterstützt, der muss sich dafür irgendwann mal zur Verantwortung ziehen lassen. Merkel muss weg, genau. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Weiter. Also der Zeman. Die Migrationskrise hat Anzeichen einer organisierten Invasion. Die Invasion ist gut organisiert und bezahlt. Das Ziel ist, das wiederholt sich, die europäischen Strukturen zu zerrütten. Die Migration stelle für Europa eine gewisse Bedrohung dar und sei nur mit der NS-Besatzung vergleichbar. Insbesondere die europäische Kultur sei der Gefahr ausgesetzt, von einer fremden Kultur unterdrückt zu werden, die mit den europäischen Werten unvereinbar sei. Um die Migrationswellen zu stoppen, müssten nicht Zäune errichtet, sondern eine Armee eingesetzt werden. Und das sind nicht meine Worte, das ist zitiert von dem tschechischen Präsidenten. Möchte ich nochmal davor, das wird man wahrscheinlich wieder rausschneiden und dann sagen, ja liebe, ich fordere hier am Mikro, dass hier die Armee eingesetzt wird gegen die Flüchtlinge. Nein, ich sage, das ist aus einer vernünftigen Entscheidung heraus. Weil es werden ja nach wie vor die Flüchtlingsmassen, die stoppen ja nicht. Also, dass man, wie gesagt, dieses, ja. Also ich höre immer wieder das Warten auf Wahlen, aber das wird es nicht ändern. Wir müssen wirklich versuchen, Mehrheiten zu bilden, sodass wir dieses Regime, diese Bande aus dem Bundestag stürzen können, aus dem Bundestag jagen können. Und das schaffen wir erst, wenn wir regelmäßig 5 Millionen Leute auf der Straße sind. Und das ist schaffbar. Aber im Gegensatz zu 89, auch hier wiederhole ich mich, 89 hatten wir den Vorteil, wir hatten 2 Sender, deutschsprachige Sender hatten wir nur 4 und 2 haben permanent das Westfernsehen für die Montagsdemos Werbung gemacht. Und das haben wir jetzt nicht. Dafür haben wir aber heute das Internet. Aber auch in dem Internet tobt ein dermaßener Infokrieg. Also die Nachrichten, wir haben ja sämtliche Medienseiten, die sprechen gegen uns und gegen eine Veränderung.
klar, viele der Medienseiten sind auch von der GEZ abhängig, beziehungsweise Rundfunkzentrale. Die Printmedien fordern bereits eine ähnlich der Rundfunkabgabe gelagerte Printmedienabgabe, weil die natürlich, wer kauft denn diese Zeitungen noch? In der Zeitung stand natürlich immer nur das stehen, was gestern im Internet stand. Und die Abos, das schließt auch keiner mehr ab, das sind irgendwelche Abos, Abo-Omas und Abo-Opas, das sind auch die Stammwählerschaft der altetablierten Parteien, die heutzutage noch Zeitungen abonnieren. Die brechen weg, die sterben aus und die MZ, die bezahlt jetzt mittlerweile schon dafür, dass man so ein Abo abschließt. Aber das ist doch bescheuert, so ein Abo abzuschließen. Auch wenn die noch so ein kleines Mini-Tablet dafür versprechen. So ein Tablet gibt es für 50 Euro, das braucht ihr euch nicht aufschwatzen zu lassen. Und ich hoffe, ihr sagt jedem, den ihr kennt, der diese MZ zum Beispiel, ist ja unsere Regionalbild oder Regionallügenpresse. Früher zu DDR-Zeiten hieß sie die Freiheit und da war das das Organ des Zentralkomitees der SED. Das ist heute nicht anders. Auch heute noch schreiben die genau das, was im Rathaus oder von den Parteien gewünscht ist. Also Parteien, Part, das steckt ja schon im Ding, im Begriff. Part heißt Teil. Es soll die Volksmeinung teilen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr, das klappt auch sehr gut, indem ich ja immer wieder lese auf den von euch selbst, ja, ich wähle nächstes Mal die AfD und dann können die sich was, dann können, erleben die ihr blaues Wunder, ihr AfD blaues Wunder. Aber es ist Quatsch, die Typen, die werden auch die AfD-Typen. Wie gesagt, macht das, ihr könnt die Altparlamentarier ärgern, aber erhofft euch nicht, keine Veränderung davon. Und außerdem, die nächste Bundestagswahl ist 2017. Bis dahin ist das Land abgesoffen. Also wir müssen irgendwie die Wende, das Ruder vorher umreißen. Und Merkel muss weg, heißt nicht, bitte setzt einen von uns dahin. Nein, ihr müsst wirklich, wie Donatus schon sagte, ihr müsst ein ganz anderes System her. Wir brauchen eine direkte Demokratie. Deswegen steht das auch da an dem Transparent da hinten dran, wir brauchen keinen Politadel mehr. Ein kleines Beispiel, Parlamentarier brauchte man früher vor 200-300 Jahren, das habe ich auch schon mal gebracht, ich kann es aber nur wiederholen. Vor 200-300 Jahren brauchte man für jeden Abgeordneten oder für jeden Beauftragten in seiner Gegend, die mussten dann mit drei Tagen mit einer Kutsche hinreisen nach Würzburg, Berlin oder was weiß ich, zu irgendeinem Reichskonvent und dort mit allen Vollmachten ausgestattet für ihre Gegend reden. Das braucht man aber heute nicht mehr. Diesen Politikerstand, diese Abgeordneten, die sind unnötig geworden. Aber wir brauchen doch nicht zu erwarten, dass die selbst den Ast absägen, auf dem die finanziell sitzen. Das werden die nicht machen und das wird auch der AfD-Abgeordnete, der reinkommt, wird es auch nicht machen, wenn er 10.000 Euro im Monat bekommt, dann im Bundestag. Der wird sich hüten, der wird alles dafür tun, dieses System so wie es ist zu erhalten. Also von dort wird keine Änderung kommen. Das könnt ihr nur selbst, das können wir als Volk. Und Volk meint nicht, dass wir das auserwählte Volk sind. Volk meint, wir sind die hier unten, die Bevölkerung, die Wähler, die verarschten Wähler. Wir sind das Volk, das darf man sagen. Das heißt nicht, dass wir besser sind als andere Völker. Das französische Volk kann auch sagen, sie sind das Volk, die sind ihr Volk. Und auch jeden integrierten Migranten hier, die haben auch die Schnauze voll von dem, was jetzt gerade abgeht. Jeder integrierte Migrant, der gehört ja auch zum Volk. Und der kann ja auch mitrufen. Wir sind das Volk. Weil wir sind das Volk. 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 Der Donatus, der drängelt. Also, weil wir ja auch noch abbauen müssen. Ich glaube, der Weihnachtsmarkt, wie lange hat denn der eigentlich noch offen? Bis um 9. Wenn ihr gemeinsam, ich will ja nicht sagen, dass ihr eine gemeinsame Demo machen wollt, aber wer Lust hat, vielleicht sieht der eine oder andere sich ja auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn ihr alle gemeinsam da runter geht, da gibt es leckeren Glühwein. Viel Spaß, Leute, und danke, dass ihr hier wart, trotz der Verlockungen des Weihnachtsmarktes. Man kann ja beides haben. Bis dann, bis nächsten Montag hoffentlich. Danke, Sven. So, offenes Mikro heißt 2 Minuten eigentlich, aber Sven hat die Rede von Frank Geppert übernommen, der heute leider nicht da sein konnte, hat es heute leider nicht hergeschafft. Ich will nochmal auch bedanken für die fleißigen Flyer-Verteiler. Wir haben für diesmal haben wir noch Aufkleber, wir haben Sticker gemacht, sind hier vorne am Bulli abzuholen und
weil wir heute leider kein Spendenglas haben. Auch da möchten wir uns noch bedanken für die Spenden. Wer etwas spenden möchte, wir haben hier eine gelbe Kiste, eine gelbe Postkiste, der kann das da bitte reinwerfen. Jede kleine Spende zählt. Vielen Dank. Und, ach so, in einer Minute haben wir hier wohl ein Spendenglas. Schmeiß es schon mal rein, das ist gut. Dankeschön. Ja, damit haben wir schon ja, einige Sachen ermöglicht, wie zum Beispiel die Druckwaren hier und die Technik. Ja. Ich möchte mich noch bedanken auch für den Einsatz der Polizei, die uns heute auch hier wieder ja, beschützt haben und die Ordnung aufrecht gehalten haben und ja auch hier im Regen mitstanden, mehr oder weniger freiwillig. Und ja, auch für eure Disziplin, für eure Friedlichkeit möchte ich euch danken. Für euer Verhalten, dass ihr denen da drüben zeigt, dass sie im Unrecht sind, sie also mit, ja, sie Lügen straft. Denn sie gehen davon aus, dass wir gewaltbereite Menschen sind, dass wir, ja, dass wir schwarz-weiß malen, dass wir fremdenfeindlich sind. Das ist ja alles nicht so. Wir können differenziert denken. Das ist der Unterschied. Wir können einen Unterschied sehen zwischen einem, ja, einem Flüchtling und jemanden, der ja eigentlich nicht mehr flieht, weil er ja schon mehrere Länder durchkreuzt hat, die sicher waren. Also per Definition schon kein Flüchtling mehr ist. Wir können unterscheiden zwischen Menschen, die aus anderen Ländern herkommen und die gewillt sind, sich einzubringen, anstatt ja, alles zu zerstören oder beziehungsweise anstatt hierher zu kommen, um etwas abzugreifen oder statt herzukommen, um sich zu bereichern. Es gibt Unterschiede und die muss man machen. Aber die hätten an der Grenze gemacht werden müssen. Und das ist nicht der Fall. Und das muss ich noch hinzufügen zu Svens Worten, dass wohl nicht die Mehrheit, die hierher kommt, kriminell ist. Nein, das mag vielleicht nicht so sein, aber wir wissen es nicht. Wir werden es auch nie herausfinden, weil das nie überprüft wurde. Weil man darauf nicht Acht gegeben hat. Und deswegen haben wir jetzt eine Situation, die wir nicht kontrollieren können. Und deswegen bitte ich euch, auch nächsten Montag wieder hier zu sein und Leute mitzubringen. Wir müssen sehr viel mehr werden, wir müssen den Platz füllen. Und erst dann haben wir auch eine Chance, dass wir irgendetwas ändern können in diesem Land. Erst dann hört man uns auch zu. Das ist wichtig, Leute. Behaltet das im Hinterkopf. Bleibt mutig und bleibt widerständlerisch. Ich danke euch für euer Dasein. Damit danke. Ist die... Moment. Nein, nicht. Wer weiß, kommt nicht. Ach, der Gernot möchte noch etwas sagen. Dem gebe ich natürlich gerne das Mikro. Ich will dir ja nicht deine Zeit wegnehmen, aber ich wollte ganz kurz noch sagen, die Resonanz von dem Aufruf der Kleiderspenden für die Obdachlosen, wo wir uns dieses Jahr um diese Weihnachtsfeier kümmern, war so groß, dass ich mich in meinem Büro kaum noch bewegen kann. Also es war sehr lieb gemeint, aber es ist jetzt erstmal genug, so viele Obdachlose, glaube ich, haben wir in Jans Halle nicht und im Umkreis. Also vielen Dank dafür, es war mehr als erwartet. Wenn ihr jetzt noch was übrig habt, dann entweder nach Leipzig bringen oder vielleicht auch im Bekannten- oder Verwandtenkreis. Es gibt ja genug Leute, wie gesagt, in unserem System, denen es leider nicht so gut geht. Ja, die freuen sich sicher auch darüber. Auch bei uns ist jetzt wirklich der Sack zu. Es ist genug. Vielen Dank. Super, seht ihr, wie gut ihr seid? Seht ihr, wie gut die Deutschen sind? Wie sie sein können? Ich meine, wie ich schon gesagt habe, die Krise, die Hochwasserkrise, die wir hatten, da haben wir auch bewiesen, wie sehr wir zusammenhalten können, wenn es drauf ankommt. Und wie empathisch und mitfühlend wir sind. Wir sind keineswegs herzlos. Wir sind keineswegs nicht mitfühlend, was Menschen in Not betrifft. Sondern wir möchten einfach nur nicht verarscht werden. Wir möchten einfach nur nicht an unserem Gutmenschsein gepackt werden und dahin das Licht geführt zu werden. Das ist wohl das Fieseste, was es gibt. Jemanden, der ja, guten Herzens ist, der anderen Menschen gerne hilft, genau dort über den Tisch zu ziehen. Und genau das wird im Augenblick gemacht. Und deswegen seid ihr zu Recht wütend. Ihr seid zu Recht zornig. Aber das soll euch nicht dazu führen, dass ihr gewalttätig werdet. Denn Gewalt ist da keine Lösung. Gewalt zerstört nur. Und zerstört am Ende auch noch das, was ihr versucht aufzubauen. Deswegen seid weise.
und arbeitet koordiniert gegen dieses System. Schließt euch zusammen, vernetzt euch, denn genau das möchte man nicht. Man möchte uns spalten, man möchte uns als Einzelindividuum machtlos halten. Aber wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns zusammentun, dann sind wir stark und dann können wir wahre Wunder vollbringen. Glaubt mir das. Damit ist die Versammlung jetzt wirklich offiziell beendet. Ich sage Ihnen,